Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Liebe Schwester im Islam, das Thema, worüber ich reden will, ist ein Thema, was vor allen Dingen in der heutigen Zeit sehr oft vorkommt, worüber aber im Islam leider oder von muslimischen Gelehrten sehr wenig gesprochen wurde. Und das ist, wie steht die Scharia zu Umweltschutz, Kernenergie und Atomkraftwerken. Ja. Und wenn wir von Umweltschutz reden, ja, beziehungsweise von Umweltverschmutzung reden, dann sehen wir heutzutage viele große Probleme, wie zum Beispiel Regenwaldabholzung oder damit verbundene Erwärmung der Atmosphäre, wie beispielsweise Ölteppiche in Meeren, wie beispielsweise jetzt auch, was in Japan passiert ist, das Unglück in dem Kernkraftwerk. Und all diese Unglücke oder auch die Ozonschicht, all diese Katastrophen, all diese Probleme, die auf uns zukommen, sind alles Probleme, die im Endeffekt mit dem Fortschritt der Menschheit zu tun haben. Und deswegen sehen wir, dass der Islam prinzipiell den Fortschritt regelt. Das heißt, der Fortschritt muss so geregelt sein, dass der Fortschritt dem Menschen nicht schadet. Und deswegen müsste eigentlich der Muslim danach suchen, vom Grundprinzip nach Methoden suchen, dass der Fortschritt dem Menschen nicht schadet. Denn wir sehen, viele Erfindungen, die der Mensch gemacht hat, schaden ihm im Endeffekt mehr, als sie ihn nutzen. Und deswegen gibt es im Islam ein Grundprinzip. Es gibt Daruriyat, Notwendigkeiten, die geschützt werden müssen vom Islam. Und dazu gehört beispielsweise auch das Leben. Und wenn wir sehen, dass es Dinge gibt, die das Leben beeinträchtigen oder das Leben stören oder krank machen können, wie zum Beispiel krebserregende Stoffe, wie zum Beispiel Vernichtung der Natur, dann sind das Sachen, wo die Muslime danach suchen müssen, nach Methoden suchen müssen, wie sie das verhindern können. Wenn, das ist erstmal das Grundprinzip überall. La darara wa la dira. Kein Schaden, keine gegenseitige Schädigung. Das heißt, hier muss man genau gucken, ist eine bestimmte Sache schädlich oder nützlich für den Menschen. Was jetzt Atomkraftwerke angeht, ich habe keine Fatwa gehört von einem großen Gelehrten und ich bin nicht in der Position, um zu sagen, das ist erlaubt, das ist verboten. Aber was man prinzipiell sagen kann, ist, man muss diese Sachen genau untersuchen. Ist das eine Sache, die dem Menschen Schaden zufügt? Und heutzutage sind wir wie in einem Teufelskreis. Man kann viele Dinge gar nicht mehr abstellen. Wenn man heutzutage beispielsweise sagen würde, hey, wir schaffen alle Autos ab, und dann würde das Leben zusammenbrechen. Hätte man aber von vornherein so aufgebaut, dass man Autos herstellt, die weniger schädlich für die Natur sind, sieht die Sache ganz anders aus. Das heißt, es ist eine sehr komplexe Frage. Aber prinzipiell, was man definitiv sagen kann, ist, Atomkraftwerke beispielsweise, man müsste gucken, wie ist es hier genau? Ja, weil die welchen Schaden bringt das und welchen Nutzen bringt das? Und ich kann mir, was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass die Profitgier der Menschen, ja, oder einiger Menschen, nicht auf Kosten der Gesundheit und auf Kosten von Leben anderer Menschen, ja, also Profitgier kann nicht höher gestellt sein als Leben und Gesundheit von Menschen. Und man sieht jetzt ganz eindeutig, was in Japan passiert ist, aber natürlich müsste man das jetzt auch nochmal genau untersuchen. Und das ist etwas, deswegen motiviere ich auch alle Muslime dazu, beispielsweise, sich in Vereinen zu engagieren, wo es um Umweltschutz geht. Denn das ist eine andere wichtige Sache. Als Muslim sehen wir die Welt um uns herum als eine Welt, die uns nicht gehört. Sondern diese Welt gehört Allah. Rabbus Samawati wal Ard. Der Herr der Himmel und der Erde. Wa ma bainahuma. Und was dazwischen ist. Das heißt, wir Menschen vom islamischen Grundprinzip, ja, das habe ich eben schon gesagt, wir dürfen niemandem schaden, keine gegenseitige Schädigung. Wir müssen gucken, hat eine Sache mehr Nutzen und mehr Schaden. Und dann müssen wir die Welt, die um uns herum ist, als eine Welt betrachten, die uns zur Verfügung gestellt wurde, um davon Nutzen zu ziehen, aber nicht um diese Welt zu zerstören.
Und Allah sagt beispielsweise im Koran, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ. Wenn zu ihnen gesagt wird, richtet keine Zerstörung auf der Erde an, kein Facet, dann sagen sie, wir sind die, die sozusagen alles nur gut machen, alles nur richtig machen. An anderer Stelle sagt Allah im Koran, وَلَوْ لَا دَفُ اللَّهِ نَاسَ بَعْدَهُمْ بِبَعْدٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضِ. Hätte Allah die einen Menschen durch die anderen nicht zurückgehalten, wäre die Erde zugrunde gegangen. Und das sind zwei Verse, die man auch dahingehend interpretieren kann, dass es für den Menschen wichtig ist, die Umwelt zu schützen. Und da kann er natürlich verschiedene Wasail, verschiedene Dinge nutzen. Das heißt, wir haben Verse im Koran, wir haben Aussagen der Sunna, die darauf hindeuten. Was noch mit Umweltschutz zu tun hat, ist auch der Tierschutz. Wir sehen beispielsweise, dass der Prophet es verboten hat, dass man Tiere einfach als Ziele nimmt. Das heißt, Tiere dürfen nicht beispielsweise einfach aus Jagdlust getötet werden, so wie das heutzutage oft der Fall ist. Leute machen Safari, die wollen sich einfach ein schönes Tigerfell an die Wand hängen und dann töten sie einen Tiger. Ist nicht erlaubt im Islam. Der Prophet hat es verboten, Tiere einfach zu töten. Tiere dürfen aus drei Gründen dürfen sie getötet werden. Ja? Erstens, Selbstverteidigung. Natürlich, wenn ein Löwe dich attackiert oder ein Skorpion oder was auch immer, ein Tier, was schaden will, kannst du töten. Aber nicht, du gehst in den Urwald und tötest den Löwen, der dort ist, der schadet dir nicht. Zweite Sache, beispielsweise, um Nahrung von dem Tier zu haben, um es essen zu können. Dritte Sache, um bestimmt zum Beispiel Leder, zum Beispiel für Kleidung, zum Beispiel Leder von Tieren und so weiter. Und deswegen hier auch der Islam, was den Tierschutz angeht, fördert der Islam das auf jeden Fall. Aber natürlich, wir müssen ganz ehrlich zugeben, dass die Muslime diese Sache eigentlich momentan fast überhaupt nicht praktizieren. Leider. Da müssen wir uns halt verbessern. Die nächste Sache ist mit Tierschutz. Wir sehen zum Beispiel, der Prophet hat es sogar verboten, dass man Kamele, das muss man sich mal vorstellen, in der damaligen Zeit, ja, ab wann gab es hier in Deutschland Tierschutz? Ab wann hat man hier überhaupt darüber nachgedacht, Tiere zu schützen, die Natur zu schützen? Da hat man hier darüber nachgedacht, ja, als erstmal der Fortschritt gekommen ist. Aber prinzipiell, ich habe eben schon zwei Verse im Koran genannt, ja, vom Fassad auf der Erde, Vernichtung auf der Erde, dass die einen Menschen die anderen aufhalten sollen. Ja. Und das ist praktisch etwas, was im Koran schon indirekt erwähnt wird. Ja. Dann haben wir vom Tierschutz noch Beispiele. Eine Frau, die kam in die Hölle, hat der Prophet gesagt, weil sie eine Katze eingesperrt hat. Und die Katze ist gestorben in dem Raum. Und kommt deswegen in die Hölle. Das heißt, das zeigt ganz eindeutig, dass man nicht Tiere einfach töten darf. Dass man auch Barmherzigkeit mit Tieren haben muss. Ja? Dann, und der Prophet sagt auch, Man la yarham la yurham. Wer nicht barmherzig ist, der wird doch keine Barmherzigkeit bekommen. Und diese Barmherzigkeit, die bezieht sich nicht nur auf andere Menschen, die bezieht sich auch auf andere Lebewesen. Und deswegen sagt der Prophet auch, ja, Inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay. Allah hat die Güte allem vorgeschrieben. Fa iza qataltum fa ahsinu al-qitla. So, wenn du tötest, töte gut. Ja, zum Beispiel ein Tier. Das heißt, du sollst das Tier nicht quälen und so weiter. Wa iza dhabahtum fa ahsinu dhabha. Und wenn ihr schlachtet, so schlachtet gut. Was ist jetzt damit gemeint? Mit dem Gut schlachten. Fal yuhidd ahadukum shafrata. So soll jemand seine Klinge schärfen. Übrigens im anderen Hadith nicht vor dem Tier die Klinge schärfen, damit das Tier keine Angst kriegt, sondern die, das muss man sich mal vorstellen, sondern die Klinge schärfen. Ja, warum? Weil damit das Tier nicht so viel Schmerzen hat. Stell dir mal vor, du kommst mit einem stumpfen Messer und versuchst das Tier zu töten. Geht, das ist ein viel zu großer Schmerz. Das heißt, ja, natürlich, das Tier springt nicht in die Luft, schlägt ein Salto vor Freude, weil es gestartet wird, aber man soll versuchen, so wenig wie möglich Schmerzen zuzufügen. Wenn Yuri der soll dieses Tier berügen. Deswegen soll man nicht ein Tier, was nachher geschlachtet wird, deswegen soll man ein Tier nicht schlachten vor den anderen Tieren, damit die anderen Tiere Angst bekommen. Das sind, wie gesagt, alles solche Punkte. Das heißt, Tierschutz, Umweltschutz, das sind alles Dinge, die vom Islam auf jeden Fall vorgeschlagen werden, weil die Welt, auf der wir leben, nicht uns gehört, sondern Gott hat uns auf diese Welt gesetzt als Hüter über diese Welt, dass wir auf unsere Umwelt aufpassen. Und deswegen müssen wir Mittel entwickeln, wie wir diese Umwelt schützen. Und wir müssen verstehen, dass wir von dieser Umwelt nur das rausziehen können,
was uns nützt und nicht das, was uns am Ende schadet. Und deswegen müssen wir als Muslime weit denken. Wir müssen weiter denken. Wir müssen daran denken, die Umwelt, wenn die kaputt geht, werden wir selber Schaden haben. Und natürlich deswegen, was moderne Sachen angeht, wie Atomkraftwerke und sowas, da müssen wir das genau untersuchen, ob Atomkraftwerke islamisch, in der islamischen Waage erlaubt sind. Ich kann das jetzt von hier, weil ich zu wenig Wissen über Atomkraftwerke habe und über die ganzen Umstände und weil ich auch kein islamischer Gelehrter bin, deswegen kann ich kein Urteil darüber geben. Aber was ich sagen kann ist, dass es definitiv eine Sache ist, die man erörtern muss, die man erforschen muss und dann entscheiden muss. Es ist sicherlich eine fragwürdige und umstrittene Sache, ob überhaupt Atomkraftwerke in Frage kommen. Denn warum gibt es Atomkraftwerke? Damit Leute Geld verdienen mit einfacher Energie. Aber Geld verdienen mit einfacher Energie und zur selben Zeit Gesundheit von Menschen schaden und aufs Spiel setzen, da sagen wir ganz klar, wenn das so ist und die Gesundheit wird wirklich aufs Spiel gesetzt, dann muss man diese Energiequellen abschaffen oder zumindest so einschränken, dass es nicht diese tödlichen oder gesundheitsgefährlichen Nebeneffekte gibt. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وللسائر المسلمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك